sofort raus ist. Das war gute Arbeit. So muss es laufen, wenn unterwegs. Sieht das hier entzündet aus? Ich hätte eh da drin rumbohren sollen. Freelancer? Freelancer! Ja, großartig! Du bist hier! Matthias, brauchst du was? Ob ich was brauche? Oh, nein, 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 nein. Ich habe was. Erinnerst du dich an die seltsame Energie, die die Runen ausgestoßen haben? Ich erinnere mich, dass du etwas erwähnt hast, während ich sie gesammelt habe. Ich konnte das Energiemuster isolieren und identifizieren. Ich habe es an deinen Krypter geschickt. Der mir jetzt helfen kann, diese unsichtbaren Runen zu finden? Die der Schlüssel zu einem weiteren unergründlichen Mysterium sind. Ich soll also noch mehr davon suchen. Ja, je mehr, desto besser. Wenn ich genug davon habe, finde ich ganz sicher heraus, wo das elysische Manuskript ist. Ganz sicher. Ich habe einige Anhaltspunkte. Sehr vielversprechend. Wir hören uns. Alles klar, Matthias. Alles. Entschuldige, dass ich bei unserer letzten Unterhaltung ein wenig grummelig war. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Ja, aber ich hätte nicht so reagieren müssen. Wut kann ein Werkzeug sein, Matthias, aber Griesgrämigkeit zeugt nur von schlechten Manieren. Meine Mentorin, Philae Rae, eine der Lektionen, die ich offenbar immer noch nicht gelernt habe. Philae Rae hat dich ausgebildet? Sie soll ja eine brillante Arkanistin gewesen sein. Und der Grund, warum ich nicht tot im Graben liege. Wie hast du sie kennengelernt? Ich habe sie ausgeraubt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Sie war eine schicke Dame, ich war ein Straßenjunge. Was hättest du denn gemacht? Gelächelt? Ihr Herz mit dem Charme eines Straßenjungen zum Schmelzen gebracht? Charme? Sicher nicht ich. Nicht in dem Alter. Ich war nur Haut und Knochen. Ich hatte nicht viele Optionen. Diebstahl war eine davon. Und sie hatte einen Koffer voller glänzender Dinge. Gestalterrelikte. Die Gefahr war mir nicht bewusst. Ich hatte Glück. Es ist nichts explodiert, als ich es auseinandergenommen habe. Aber Philae war mir gefolgt. Es ist unmöglich, für einen unausgebildeten Vagabunden ein Relikt einzudämmen, sagte sie. Deswegen wollte sie dich unterrichten. Ich glaube schon. Sie hat es nie erklärt. Vielleicht war es die Art, wie ich mit dem Relikt umgegangen bin. Sie hat eine Stunde gebraucht, um mich zu überzeugen, mit ihr zu gehen. Ich hätte keine Sekunde gezögert. Warum hast du das getan? Ich habe ihr nicht vertraut. Was hat deine Meinung geändert? Sie hat sich zu mir gesetzt und mir die Relikte erklärt. Sie hat mir gesagt, ich könnte Arkanist werden. Sie war freundlich. Es war seit Jahren niemand freundlich zu mir gewesen. Sie war die Erste, die mich ein Wunderkind genannt hat. Verdammt, ich vermisse sie. Egal, ich... Du bist sicher beschäftigt. Wir unterhalten uns später. Wunderbar, du hast Zeit zu helfen. Ich habe diverse Dinge, die erledigt werden müssen. Am wichtigsten ist mir, mehr dieser Runen zu finden. Was glaubst du, hat diesen Abdruck hinterlassen? Guck mal, sieht das hier entzündet aus?
Anzug ist bereit. Wo muss ich hin? Ich bin bei meinen Forschungen auf Hinweise über verschollene Dokumente eines Arkanisten gestoßen. Unheimlich aufregend. Gehen wir. Ich untersuche das. Ausgezeichnet. Bleib genau da, damit ich die richtigen Skriptfrequenzen finden kann, um es zu öffnen. Keine Abschnittpunkte heute. Schon dabei. Diese Gegend ist voll mit höchst aggressiven wilden Tieren. Ziemlich gefährlich. Okay. An dem noch mehr Arkanistenrunen sind. Ich markiere ihn dir. Ich bin unterwegs. Ich sehe sie noch nicht, aber ich bin mir absolut sicher, dass die Runen hier sind. Lass mich nachsehen. Ich glaube, das reicht. Meine Güte, es hat sich etwas unglaublich Bedeutendes ergeben. Dabei brauche ich deine Hilfe.
Es gibt eine Lichtung, auf der ich ein Lager errichten will. Kannst du sicher gehen, dass das möglich ist? Okay, bin unterwegs. Noch mehr Ska. Warum muss meine Arbeit nur so oft mit diesen widerlichen Kreaturen kollidieren? Ich verstehe. Deines Könnens. Die heutigen Geschehnisse werden meiner Forschung sehr helfen. Enorm helfen. Danke. Ich habe es. Endlich habe ich es. Was ist los? Diese Runen waren in der Tat der Schlüssel. Verrückt, wenn man bedenkt, dass sie die ganze Zeit dort waren, gewartet haben. Du hast was herausgefunden? Eine ausgezeichnete Frage, auf die ich eine ausgezeichnete Antwort habe. Die letzte Ruhestätte des elysischen Manuskripts. Klingt, als müsste ich auf Expedition gehen. Die Runen erzählen von einer besonderen Kammer, die sich in einem großen Turm auf einem Berggipfel befindet. Mächtige Objekte wurden dorthin gebracht. Gestalterrelikte, Artefakte von jenseits der westlichen Gezeiten. Und ein Manuskript. Genau. Ein ganz besonderes Manuskript. Okay. Turm auf einem Berggipfel. Sollte nicht so schwer zu finden sein, oder? Schöner Tag, wie? Hm.
Der Tag ist endlich gekommen. Wir haben alles Nötige, um das Manuskript zu finden. Das ist außerordentlich. Ich komme gar nicht zur Ruhe. Suchen wir den Turm, den du erwähnt hattest. Ja, der Turm. Das ist unglaublich. Dieser Turm beschäftigt mich. In den Aufzeichnungen ist er als architektonisches Wunder beschrieben, das bis an die Wolken reicht. Okay, ich suche nach einem sehr großen Turm. Wir stoßen auf Arkanistenrunen. Ein sehr gutes Zeichen. Die könnten uns die Richtung weisen. Ich weiß es nicht. Unsere einzige Hoffnung liegt im Aufspüren der Runen. Finde sie, und ich werde sehen, ob sie Hinweise auf einen bestimmten Ort enthalten. Moment. Ja, diese Rune. Sie erwähnt einen Turm. Und das sieht nach einem Kartenfragment aus. Unerwartet. Okay, ich suche nach weiteren Teilen. Wolfen in der Nähe. Sei vorsichtig. Kartenteile. Hier fehlt die Hälfte. Und diese Karte führt uns zu dem Turm? Keine Ahnung. Ich arbeite weiter dran. Hier ist eine Karte, aber das meiste darauf stimmt nicht. Einige markante Punkte sind gleich, einige anders. Nur eins kann zu so einer Veränderung führen. Ein Kataklysm. Warum habe ich das nicht erkannt? Ich glaube aber, dass ich eine Position herausgefunden habe. Schon unterwegs. Immer noch kein Turm. Ich bin genauso verwirrt wie du. Okay. Die Runen haben uns hergeführt. Und nun? Das ist eine Arkanistenmarkierung. Thank you.
gerissen. Die Nachricht ist unmissverständlich, wenn man weiß, wonach man sucht. Was steht da? Sie weist zu einer verborgenen Kammer, tief im Untergrund. Also, eine unterirdische Kammer, aufgespürt mit unsichtbaren Runen, die mit einer Geheimsprache beschriftet sind. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Zeit, eine Runde schwimmen zu gehen. Bist du dir wirklich sicher? Es ist hier, ganz sicher. Sei nur vorsichtig. All das hat gezeigt, dass sehr mächtige Leute dies geheim halten wollten. Verstanden. Ohne deine Hilfe wäre das hier unmöglich gewesen. Die Tiere, das Wasser hier, alles unmöglich. Dann sehen wir mal, was wir finden können. Es gab nie einen Turm auf einem Berg, oder? Das ganze Zeug sollte etwas Wichtiges verbergen. Nun, man kann nie vorsichtig genug sein. Wir haben es gefunden! Das ist es! Zur Jagd auf das Manuskript angetrieben. Jemand meinte, es wäre unmöglich. Ich wollte das Gegenteil beweisen. Pass auf! Ich sehe sie! Nachdem die Dinger beseitigt sind? Das Manuskript muss weiter im Inneren sein. Du musst weiter. Matthias, ich habe eine Tür gefunden und einen seltsamen Mechanismus. Alles auf genau berechnete Weise arrangiert. Die Reihenfolge ist wichtig. Offensichtlich. Es muss irgendwo hier in der Nähe einen Hinweis auf die Reihenfolge geben. Hier oben muss es sein. Das muss es einfach. Jahrelang habe ich nach diesem Manuskript gesucht. Nie habe ich seine Existenz angezweifelt. Habe nie aufgegeben. Was macht dieses Ding hier? Eine Art Wächter vielleicht? Vielleicht wird es von der Macht des Manuskripts angezogen. Stirb einfach nicht! Das ist sowieso immer der Plan! Elementare! Vorsicht! Das muss das am irrsinnigsten geschützte Buch aller Zeiten sein. Du musst es da treffen, wo es verwundbar ist. Das weiß ich auch. Thank you.
vorsichtig. Nicht genug Zeit für Vorsicht. Geschafft. Du hast es geöffnet. Mal sehen, was wir hier haben. Ich weiß nicht viel über antike Manuskripte, aber das sieht doch gut aus. Matthias? Hallo? Ja, danke. Ich bin so selten sprachlos. Danke. Das bedeutet mir so viel. Für mich ist dies das Ende eines Lebensabschnittes und der Beginn eines neuen. Sieht aus, als hättest du einen Platz für dein neues Buch gefunden. Ich habe kaum die Augen davon abwenden können, seit du es zurückgebracht hast. Es eröffnet so viele Möglichkeiten. Neue Runen, verlorene Relikte, vergessene Erfindungen. Es ist unglaublich. Jag nur dein Labor nicht in die Luft. Ich kann nichts versprechen. Wie geht es für dich weiter? Studieren. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, das elysische Manuskript zu suchen, aber keinen Gedanken daran verschwendet, was ich danach damit anfange. Das ist aber ein gutes Problem. Sehr sogar. Aber ich brauche dennoch deine Hilfe bei 1000 Dingen außerhalb der Mauer. Natürlich. Großartig. Entschuldige mich bitte. Ich lese gerade, wie meine Vorfahren verborgene Resonanzschichten verwendet haben, um Informationen zu speichern. Lass dich von mir nicht abhalten. Danke und Freelancer... Danke. Alles in Ordnung?